was für ein Schlüssel das ist und wo das Schloss sein könnte, weiß ich nicht. Das ist zumindest ein Anfang. Die einzige Stelle, an der man etwas ablegen kann, ist die Opferschale unter den Phantasma-Symbolen, im oberen Bereich dieser drei niederen Tempel. Da war der gute Nahn dem Geheimnis aber schon ganz schön auf der Spur. Und zwar handelt es sich dabei um ein Geheimnis, was auch mit den Phantasma-Reliquien zu tun hat. Das weiß ich noch aus meinen früheren Spielen hier von Outcast. Deshalb werden wir ihn jetzt auch mal direkt danach befragen. Was weißt du über die Phantasma-Reliquien? Sehr wenig. Aber ich habe gehört, dass ein Schamas sie den Bauern gegeben hat, damit sie sie verstecken. Die Talaner, die das Risi für Kroax zählen, kennen die Bauern am besten. Vielleicht können sie dir helfen. Alles klar, dann werden wir zu denen hingehen. Und jetzt noch ein paar Worte zur Barriere. Was kannst du mir über die Barriere erzählen? Ich weiß nur, dass Feran sie erschaffen hat und dass sie bisher alle abwehrte, die versucht haben, sie zu passieren. Was liegt dahinter? Ein Zucht- und Dressurlager für Ventilopen. Auch Kroax-Ventilopentrainer leben dort. Kann man sie irgendwie umgehen? Soweit ich weiß nicht, Ulukai. Die Ventilopen sind für jedermann, der sich nicht Ferans Willen unterwirft, der Schrecken der Lüfte. Ventilopen, das haben wir doch schon mal gehört, als der gute Zalinas darüber gesprochen hat, ganz genau. Sankra, das war im Zusammenhang mit der Sankra-Tafel. Phantasma, das ist ja unsere Seele. Feran ist der Oberbösewicht, das hatten wir schon in der anderen Welt gefragt. Oder auch nicht. Egal. Ich wollte jetzt erstmal die Sachen da hinten abgreifen, die wir uns gerade so hart erkämpft haben. Die Opferschale, die er gerade übrigens meinte, finden wir genau hier. Okay, wie kommen wir denn da runter? Ich werde einfach mal Folgendes versuchen. Und nein. Ach, Kata, was machst du denn? Ja, genau das wollte ich. Ohne Schaden einfach mal da runterfallen. Und Geld abgreifen, Munition abgreifen. Ach, ist es nicht schön. Und gleich finde ich bestimmt einen Weg, wie man hier ganz einfach hochkommt. Ja, das ist doch immer so. Wie viel Munition haben wir denn jetzt, wenn wir uns mal wieder in einen Kampf stürzen müssen? 30. Och, ganze 30 Schuss. Ha. Mensch. Okay, da müssen wir auf jeden Fall zu einem Fühler. Zu einem Handwerker, der uns Munition herstellt. Ja. Ach, aber ich möchte jetzt ungern so weit latschen. Ach, komm schon. Holen wir nochmal die Stinkesocke raus. Und hoffen einfach mal das Beste. Aber ich fürchte, es ist weg. Ach, das ist aber doch blöd. Aber ich meine, wir hätten es da hinten irgendwo stehen lassen. Da gehe ich nochmal gerade hin. Vielleicht steht es da ja noch, wenn wir Glück haben. Ansonsten haben wir einen weiten Weg vor uns, den ich mit allerlei dummen Gequatsche und Laberei überbrücken muss. Okay, hier ist die Phantasma-Quelle. Ja, wir kommen unserer alten Position näher. Und die ist so laut, ich höre sie jetzt schon. Hallöchen. Oh. Da scheint gerade irgendwie... was habe ich denn da oben gesehen? Wir brauchen noch einen Namen für unser Twonhaar. Wie sieht das denn aus, wenn es das überhaupt ist? Na, bist du? Ja, du bist es. Männchen oder Weibchen? Ich weiß ja nicht. Schauen wir doch mal nach. Nein, Scherz. Ich glaube, es ist ein Männchen. Also, ich wäre für ein Männchen. Und, ich nenne meine Haustiere immer gern Jimmy. Also, Jimmy, komm, folg mir mal, damit ich dich nicht wieder suchen muss. Also ist das jetzt offiziell unser Twonhaar, Jimmy.
Ja, Jimmy, hier parke ich dich jetzt mal. Ich kann auch einfach 0 drücken. Da brauche ich nicht für ins Inventar gehen. So, Platz. Bleib. Ja, brav. Fremde Vegetation mit hohem Adrenalinniveau. Natürlich greifen wir uns auch den Schlüssel ab. Ja, da müssen wir ein bisschen Jump'n'Run. Die Pilze dann. Na los doch! Oh. War das jetzt an mich gerichtet oder an seine Arbeiter? Nee, ich glaube mal an seine Arbeiter. Der GH heißt übrigens, es ist Gefahr in der Nähe. Das habe ich jetzt auch aus dem Handbuch herausgelesen, weil da... Ja, weil da ein ganzes Wörterbuch hinten sogar zu finden ist. Kann ich euch auch ja irgendwann nochmal zeigen. Jetzt reden wir aber erstmal mit diesem Vorsteher hier. Wie geht es dir? Hat mich gefreut, dich zu sehen, Olokai. Aber bitte entschuldige uns jetzt. Beim Kar-Tempel hat es einen Unfall gegeben und wir müssen alles wieder in Ordnung bringen, bevor die Krieger sich darüber aufregen. Mhm, einen Unfall? Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Olokai, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir haben alle solche Angst. Die Krieger werden bald wieder hier sein, um uns auf die Felder zurückzuschicken. Und wenn wir bis dahin nicht alles geräumt haben, werden wir große Schwierigkeiten bekommen. Wirklich? Ja. Wir hatten gerade den Kar-Tempel repariert, als wir dieses schreckliche Geräusch des Gorgors hörten. Wir hatten Angst. Und dann fielen die Felsen herab. Den Jod sei Dank. Es wurde niemand verletzt. Aber das wird sich ändern, falls die Krieger kommen und dieses Durcheinander sehen. Geräusch des Gorgors? Da werden wir auch gleich mal was zu fragen. Aber erstmal, da kann ich doch bestimmt helfen. Wie kann ich helfen? Oh nein, Olokai. Verschwende deine wertvolle Zeit nicht mit unseren Problemen. Wir müssen das selber aufräumen. Du hast uns mit deiner Anwesenheit hier schon genug gesegnet. Bist du sicher? Ja. Ich wünschte nur, die Jods würden uns helfen und eine Stange Dynamit vom Himmel werfen, mit der wir die Felsbrocken in viele kleine Stücke sprengen könnten. Ach, kein Problem. Dynamit haben wir dabei. Ich meine jedenfalls. Dynamit, ja, sogar 4 Stangen. Die Frage ist nur... Schnell! Macht, dass ihr hier wegkommt! Wieso wegkommt? Ja, ich denke mal, hier oben müssen wir räumen. Dann sag ich doch mal direkt, bring deine Leute hier weg. Warum schaffst du deine Männer nicht von hier fort? Warum, Olokai? Wir haben noch viel zu tun. Mal sehen, ob ich die Sache für euch beschleunigen kann. Ich werde versuchen, den Weg zu räumen. Wenn es einer schnell schafft, dann du, Olokai. Oder Bob, der Baumeister. Verschwindet von hier. Der Olokai hat irgendetwas vor. Der Olokai hat irgendetwas vor, ja, meine Freunde, das stimmt. Und zwar werde ich hier eine schöne Stange Dynamit hinwerfen. Riesenteil. Na, seid ihr weg? Seid ihr weg? Alles klar. Und die könnte ich jetzt mit folgendem Gerät fernzünden. Und zwar dem Clap RT. CLAPRT. Erinnert mich an Claptrap von Borderlands, wo ich doch gerade ein nettes Let's Play davon gesehen habe. Das werde ich aber nicht tun, weil das ist hier so einfach. Da werde ich einfach drauf schießen. Ja. Bam. Ein großes Kabum. Und schon ist der Weg frei. Seht ihr, Leute, so schnell geht das. Takeha, wo ist denn Gefahr hier? Selbst auf meiner Karte ist hier nichts. Ach, die sind manchmal auch ein bisschen verpeilt. So, wir haben den Unfallort für dich geräumt. Das war eine Explosion, was? Ja, allerdings. Ich bin wirklich sehr froh, dass kein Talaner verletzt wurde. Du bist wahrlich wirklich so großartig, wie die anderen Talaner berichten. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Keine Ursache. Es würde mich freuen, wenn du dies hier annimmst, Olokai. Ich wünschte, ich könnte noch mehr für dich tun. Ich werde den anderen erzählen, was du diesen Mond für uns getan hast. Wir müssen jetzt zurück auf die Felder. Das habe ich doch gerne gemacht. Aber im Gegenzug könntest du mir mal erzählen, was der Gorgor ist. Was ist ein Gorgor? Der Gorgor? Ich kann es gar nicht fassen, dass ich ihm so nahe bin und trotzdem noch lebe. Nur die Schamas besuchen noch den Kar-Tempel und sogar sie gehen nicht mehr hinter das Gebäude. Klingt gefährlich. Oh ja, Olokai. Er schläft jetzt.
Aber es heißt, dass der Gorgor manchmal der Grund dafür ist, dass ein Talaner verschwindet. Man erzählt sich Geschichten, dass Talaner bloß einen Fuß in den See gesteckt haben und nie wieder gesehen wurden. Soll ich mir das mal genauer ansehen? Nein, Ulokai. Die Talaner brauchen dich als Unterstützung gegen Feran. Versuche nicht, gegen den Gorgor zu kämpfen, solange du ihn nicht unter Wasser angreifen kannst, während er schläft. Ich habe gehört, dass er nichts fühlt, aber dennoch wittert, wenn jemand in seinen See steigt. Wenn er jetzt also schläft, wie er gerade gesagt hat, dann könnten wir ihn noch angreifen. Hinter dem Kar-Tempel. Ja, das ist ein bisschen schwer zu erkennen, bei welchem Tempel wir uns denn überhaupt gerade befinden. Doch. Da oben sieht man ein... Ich glaube, das ist das Zeichen für K. Luft. Es gibt einen Lufttempel, einen Wassertempel und einen Feuertempel. Und je nachdem haben die natürlich auch eigene Namen dafür. Kann ich darüber? Komm schon. Ah, nein. Ich möchte doch jetzt wieder auf unserem Jimmy reiten. Vielleicht können wir ihn ja hier rüber locken. Och, der geht jetzt irgendwo eine Treppe runter. Instabile organische Energie geordnet. Ja, brav, komm hier hin. Ach, ich vergesse es immer, von links muss man, ja. Mich würde es ja mal interessieren, ob der auch, ja, der kann auch springen. Und wenn das der Kar-Tempel war, dann muss hier hinten doch der gefürchtete Gorgor irgendwo sein. Da können wir uns hier auch direkt mal... Oh, da sehe ich doch schon was. Und er soll wohl merken, wenn man in sein Wasser steigt. Ja, was machen wir jetzt? Erstmal steigen wir jetzt ab. Und da hinten, wenn er uns da hinten erwischt, dann können wir doch noch schnell abhauen. Hier hinten ins Wasser steigen. Ich meine, das ist ein großes Teil, das sehen wir, wenn der ankommt. Und hier ist es auch relativ flach, da könnte man... Nein, nicht reinrutschen. Okay, hat uns noch nicht bemerkt. Ah, dann... Können wir auch erstmal ein paar Sachen hier im Wasser einsammeln. Genau, wir brauchen... Was habe ich denn da gesehen? Was ist das denn? Ach, nein. Ach nee, was ist denn das? Das ist ja süß. Jetzt schaut mal genau an den unteren Rand. Das ist eine Attrappe. Oh, natürlich, klar. Ich bin hier unter Wasser am Glotzen und merke gar nicht, dass wir unter Wasser sind. Wahnsinn, geht doch weg. Unsere Munition, nein, wird wirklich knapp. Ja, also wenn das nur eine Attrappe ist, ja, da brauchen wir natürlich auch keinen Schiss haben. Und ich glaube, hier ist doch Dynamit im Wasser. Warum machen wir denn nicht einfach Folgendes? Ich meine, vielleicht hilft es ja. Da ist es. Der gute Cutter trifft nicht so. Funktioniert die Waffe auch unter Wasser? Nein, er kann leider nicht zielen unter Wasser. Okay, dann werden wir wahrscheinlich doch dieses Mal den Fernzünder benötigen. Ich weiß nur nicht, ob der funktioniert, ohne dass wir das Dynamit einmal eingesammelt haben. Versuchen wir es doch einfach mal. Ein bisschen auf Abstand gehen ist nicht verkehrt. Nein, nichts passiert. Dann werden wir uns das andere Dynamit erstmal... da stecken wir es nochmal weg. Werden wir uns das andere Dynamit erstmal einsacken. Und dann mal schauen, ob wir das nicht... Oh, jetzt nicht, dass uns der begräbt. Und doch noch schaden kann. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das Teil nicht einfach hochjagen können. So, Dynamit auswählen. Ich könnte auch eigentlich mit den Hotkeys arbeiten. Aber ich kann das hier nicht fallen lassen.